Willkommen zurück bei den besten Actionfilmen der 2000er. Wie ich bereits nach 3 Folgen sehe, gibt es viele verschiedene Meinungen darüber, was nun ein Actionfilm ist und was nicht. Diese Diskussion haben wir hier ja auch schon länger und natürlich gehen die Ansichten darüber auch auseinander. Um für diese Folge auch gleich vorwegzugreifen, da einige auch schon ihre Filmtipps abgegeben haben, Oldboy ist ein absoluter Geniestreich von Park Chan-wook, aber für mich kein Actionfilm. Ja, es gibt diese eine legendäre Szene, aber genau wie bei Heat macht eine Actionsequenz in über 2 Stunden nicht gleich einen Actionfilm. Zumindest für mich. Infernal Affairs wurde auch genannt, finde ich ebenso großartig, aber ist für mich auch eher im Thriller-Genre anzusiedeln. Seht's also nicht so eng, zu den Thrillern kommen wir mit Sicherheit auch noch. Und dann haben wir eine Menge zu besprechen. Zunächst einmal geht's hier aber um Actionfilme. Um genau zu sein, die besten Actionfilme aus dem Jahr 2003. Matrix läutete 1999 perfekt das neue Jahrtausend ein. Stylische Optik, bahnbrechende Effekte und eine grundsolide, wenn nicht sogar philosophische Grundhandlung. Natürlich schepperte der Film an der Kinokasse ordentlich rein und jeder Produzent mit halbwegs intaktem Geschäftssinn hätte auf eine Fortsetzung gepocht. Dass es diese aber manchmal einfach nicht braucht, bewies Matrix Reloaded. Größer, krasser, besser lautete natürlich die Devise. Und was hinten bei rauskam, war in allen Belangen, naja, okay. Die Effekte waren nicht mehr ganz so zeitgemäß. Die Story driftete immer weiter im pseudo-klugen Schwachsinn ab und die Coolness verpuffte auch so langsam. Dass Teil 3, Matrix Revolutions, sogar noch im selben Jahr erschien, machte nur noch mehr deutlich, wie sehr Warner die Kuh melken wollte. Und da war dann bei mir auch der Ofen aus. Dass es noch schlimmer geht, bewies lediglich Teil 4, der in allen Belangen einfach nur zum Fremdschämen war. Teil 2 ist aber nach wie vor noch grundsolide. Mein Platz 10. Matrix Reloaded. Eieiei, ich kann die Kommentare schon vor mir sehen. Bad Boys 2 nur auf Platz 9? Bist du irre? Ja, manchmal vielleicht, aber in diesem Fall meine ich das Bier ernst. Damals als Teenager habe ich den Film auch abgefeiert, den Humor geliebt und bei den Actionsequenzen gestaunt, wie das wohl möglich sein kann. Aber Menschen ändern sich eben und mittlerweile gehen mir viele Passagen in diesem Film einfach mächtig auf den Sack. Michael Bay hat im Grunde nichts anderes im Kopf als Titten und Ärsche. Also werden die Körperteile entweder ständig abgefilmt oder die Darsteller reden über die Titten ihrer Mütter oder einer Ladung in den Hintern. In Teil 1 hatten Smith und Lawrence noch eine richtig gute und vor allem gleichwertige Chemie miteinander. Lag auch daran, dass die Dialoge zum Großteil improvisiert wurden. In Teil 2 ist Lawrence der spießige Vollidiot und Smith kann alles und sieht gut aus. Außerdem hat Bay hier einfach kackendreist eine komplette Actionsequenz 1:1 von Police Story geklaut. Ich gönne jedem den Spaß an diesem Streifen, aber ich persönlich frage mich jedes Mal, wie diese 2 Volldeppen überhaupt Polizisten geblieben sind. Dass sie sich nicht mal einen Songtext merken können, reimen sie uns ja auch ständig unter die Nase. Daher nur mein Platz 9 in diesem Jahr, Bad Boys 2. Tor, das war ein hübsches Eigentor. Sag mal, hab ich zufällig was am Ohr? Ich wollte nur ein bisschen Witz reinbringen. Yeah. Nach Romeo Must Die und Exit Wounds lieferte Andrei Batkowiak in diesem Jahr seinen 3. Film ab und damit auch erstmal der letzte mit starkem Martial Arts Einfluss. Und weil die Zusammenarbeit bei Romeo Must Die so gut geklappt hat, schnappte er sich nochmal Jet Li und DMX und machte aus ihnen ein ungleiches Duo. Ich muss allerdings sagen, dass mir Romeo Must Die von den 3 genannten mit Abstand am besten gefällt. Die Kämpfe sind cooler, die Story sagt mir mehr zu und gerade bei Born to Die sollte man vielleicht auf die englische OV wechseln, da die deutsche Synchro von DMX eigentlich eine absolute Frechheit ist. Der Typ hatte einen unvergleichlichen Bass und die Deutschen geben ihm den zartesten Sopran, den sie finden konnten. Für Fans von Jet Li Pflicht, dennoch nicht unbedingt einer seiner stärksten Filme. Mein Platz 8, Born to Die.
Remakes müssen nicht immer schlecht sein. Vor allem, wenn man den alten Stoff mit Charme in die Moderne holt und die Besetzung passt. Und bei The Italian Job passt die auf jeden Fall. Denn da tummeln sich so Leute wie Edward Norton, Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham und Donald Sutherland. Wie sich das für einen guten Heist-Movie gehört, sind es auch hier die guten Irrungen und Wirrungen rund um die Crew von Charlie Croker und seinem Gegenspieler Steve Frizzelli. Und selbstverständlich muss man hier auch die Mini Cooper erwähnen, die im Grunde die heimlichen Stars sind. Die kleinen, kompakten Boliden zählen jetzt zwar nicht zu meinen Lieblingsautos, aber für enge Gassen und den städtischen Verkehr gibt's wahrscheinlich nichts Besseres. Darüber hinaus ist das Ganze auch wirklich gut gefilmt, was ja gerade bei Verfolgungsjagden nicht unbedingt immer der Fall ist. Wer also gute Heist-Movies mit Action-Einschlag mag, schaut sich gerne meinen Platz 7 an. The Italian Job. The Italian Job. You know this is never about the gold. Whatever helps you sleep at night, sweetheart. Oh. The Rock ist für mich ein ähnlich gelagerter Typ wie Vin Diesel. Hat ziemlich stark angefangen, musste dann aber unbedingt Kinderfilme machen und dachte irgendwann, er wäre der Größte. Nachdem der stämmige Hawaiianer nach dem zweiten Mumienfilm und dann auch erstmalig in der Hauptrolle als Scorpion King etwas Aufmerksamkeit bekam, war es 2003 soweit und er durfte seinen ersten reinen Actionfilm stemmen. Und die Zeichen standen sogar richtig gut, dass er der nächste große Stern am Actionhimmel wird und Arnie, Sly und Co. ablöst. Nicht umsonst bekommt Arnie hier einen Cameo, in dem er dem ehemaligen Wrestler viel Spaß wünscht und den Staffelstab somit weitergibt. So richtig geklappt hat das dann aber irgendwie doch nicht, auch wenn Dwayne Johnson hin und wieder auch mal zeigen konnte, dass er mehr ist als nur der aufgepumpte Stiernacken. Was bleibt, ist für mich ein ansehnlicher Start in eine Karriere, die leider viel zu oft krampfhaft versucht, neue Superlativen aufzustellen und sich schlussendlich als Rohrkrepierer herausstellt. Mein Platz 6. Welcome to the Jungle. Oh. I'll give you that. Mit diesem Film und Nicht auflegen habe ich Colin Farrell damals kennen und lieben gelernt. Der Typ hat einfach eine unfassbare Leinwandpräsenz und wenn ich das so sagen darf, sieht er auch noch unverschämt gut aus. Mit SWAT haben wir wieder ein Remake, diesmal allerdings von einer Serie aus den 70ern. Jim Street baut zusammen mit seinem Kollegen Brian Gamble Scheiße bei einer Geiselbefreiung, was dazu führt, dass beide bei der Spezialeinheit SWAT rausgeschmissen werden. Allerdings bekommt Street vom eher unbeliebten Hondo eine zweite Chance, während Gamble versucht, einen Schwerverbrecher für viel Kohle aus dem Knast zu holen. Klingt eher lahm und um ganz ehrlich zu sein, ist die Grundgeschichte auch nichts Besonderes. Allerdings mag ich die Charaktere und habe das Gefühl, dass die neu gegründete Truppe ein richtig sympathischer Haufen ist. Und da passt für mich sogar Michelle Rodriguez rein, wie LL Cool J in ein Rap-Video. Geiler Streifen und mein Platz 5, SWAT. Sie werden für alles und jeden bereit sein. SWAT. Ich muss zugeben, mit diesem Zweiteiler musste ich erstmal warm werden und meinen Frieden finden. Aber so geht es vielen bei Quentin Tarantino. Doch irgendwann macht es eben meistens Klick. Mit Kill Bill widmete sich die Regielegende einem Genre, was im ersten Moment so gar nicht zu ihm passen mag. Schließlich ist er ja bekannt für knackscharfe Dialoge und skurrile Szenen. Aber was könnte wohl skurriler sein als eine blonde Frau, die mit einem Katana fliegend durch 88 maskierte Typen schnetzelt und dabei über 2000 Liter Kunstblut im Raum verteilt? Für Genrefans ist Kill Bill darüber hinaus ein wahres Fest, da die beiden Filme eine waschechte Liebeserklärung an den Eastern sind. Egal ob gelber Trainingsanzug, unrealistische Flugeinlagen, das Standoff mit Trash-Talk oder eben die Tarantino-typische Gewaltorgie. Wenn man sich drauf einlässt, macht das richtig Laune. Und für meinen Geschmack ist der erste sogar besser als der zweite Teil. Tarantino-Fans werden ihn mit Sicherheit schon kennen. Der Rest sollte der Braut mal eine Chance geben. Mein Platz 4. Kill Bill Volume 1.
Terminator 3 schaue ich immer mit einem lächelnden und einem weinenden Auge. Zum einen ist der Humor einfach völlig Banane. Da wird dem Terminator an die stählernen Eier gepackt, er setzt eine Sternchenbrille auf oder redet blödes Zeug. Vor allem mit dem zweiten Teil im Hintergrund war der Sprung hin zu einem lockeren Filmchen einfach viel zu groß. Auf der anderen Seite gibt's hier aber auch Action-Szenen, die richtig reinscheppern. Vor allem die Verfolgungsjagd mit dem Kran macht auch heutzutage immer noch richtig Eindruck. Und wenn Arnie an dem Haken hängend einen Einsatzwagen umtritt, hat man wirklich das Gefühl, hier prallen gerade Tonnen aufeinander. Außerdem ist das Ende absolut großartig und passt eigentlich so gar nicht zu dem sonst leicht daherkommenden dritten Teil. Im Grunde der Anfang vom Ende, auch wenn ich eine ziemlich unpopuläre Meinung zu Teil 4 habe. Trotzdem immer noch Lichtjahre vor Genesis und Dark Fate. Mein Platz 3. Terminator 3. I am a machine. Antoine Fuqua hat schon ein paar sehr geile Filme gemacht. Training Day, Southpaw, Shooter und eben meinen Platz 2, Tränen der Sonne. Einige von euch werden jetzt natürlich sagen, das ist ein Kriegsfilm und auch noch viel zu patriotisch. In Punkt 2 gebe ich euch im Grunde sogar recht. Allerdings funktioniert die Grundgeschichte und die knallharten Bilder für mich so gut, dass ich da mal drüber wegsehen kann. On top gibt es dann noch einen Soundtrack von Hans Zimmer zum Niederknien. Bruce Willis spielt hier natürlich auch wieder Bruce Willis. Und ich denke, abgesehen von The Sixth Sense hatten wir uns damals bereits alle damit abgefunden, dass der Action-Bruce nun die Karriere dominiert. Am Set ging es damals auch heiß her zwischen Fuqua und Willis. Denn Fuqua wollte einen tiefgründigen Streifen drehen und genau diese Frage aufwerfen, inwieweit sich amerikanische Truppen in die Angelegenheit anderer Länder einmischen sollten. Bruce wollte nur ballern und die Frau retten. Dass dabei dennoch ein für mich visuell extrem starker Film rauskam, ist schon kurios. Dass er mich auch noch handlungstechnisch mitreißt, grenzt eigentlich an ein Wunder. Mein Platz 2. Tränen der Sonne. Ich hatte es in der Liste für 2000 bereits gesagt und hier ist das Resultat davon. X-Men 2 ist für mich nicht nur besser als der schon sehr gute erste Teil, sondern schafft etwas, das leider nur sehr selten vorkommt. Figuren werden weiterentwickelt und es geht nicht nur darum, alles größer und krasser als im Vorgänger zu machen. Die Geschichte steht im Vordergrund und die hat mich als Comicleser, gerade bei den X-Men, immer am meisten interessiert. Themen wie Rassismus und sogar der Holocaust werden hier nicht nur platt reingedrückt, sondern sind Teil der DNA dieser Reihe. Außerdem haben wir spannende Figuren, die alle ihr Paket zu schleppen haben. Regisseur Bryan Singer merkt man die Liebe zu den Mutanten einfach an. Dass Teil 2 also noch mehr Kasse machte als Teil 1, wunderte da keinen. Und dass Teil 3 noch kommen sollte, auch nicht. Dass der allerdings nicht mehr von Singer inszeniert wurde, merkt man leider auch. Wobei ich den nicht so schlecht finde, wie ihn viele machen. Aber dazu kommen wir mit Sicherheit in der Folge für 2006. Mein Platz 1. X2. X-Men United. Und wieder geht ein Jahr vorbei. Und wieder ist nicht viel Bahnbrechendes dabei gewesen. Klar, nicht jeder Film muss das Rad neu erfinden, aber was Klassiker angeht, waren die 80er und 90er auf jeden Fall viel weiter vorne. Wer weiterhin auch ganz vorne bleibt, ist Jet Li. Allerdings muss man sagen, dass der Vorsprung langsam schrumpft. Es wird also mal wieder Zeit für einen richtigen Kracher mit ihm. Hugh Jackman kann sich dank seiner Adamantium-Krallen auch weiter vorne festbeißen. Allerdings ist sein Pulver in Sachen Action auch schon fast verschossen in diesem Jahrzehnt. Dafür kehrt in der nächsten Folge allerdings ein altbekanntes Gesicht zurück. Und nun wieder zu euch. Was habe ich vergessen oder was gehört hier gar nicht rein? Haut mir eure Vorschläge für Alternativen in die Kommentare. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier bei Ungeschnitten.